Überstehen Paulina Lubas, 25, und Henrik Stoltenberg Temptation Island VIP, das als Paar? Der Love Island Bo und die einstige Köln 50.667 Darstellerin legten in dem Fremdflirtformat wohl die turbulenteste Performance hin, der Blondschopf ließ es feiertechnisch ziemlich krachen und flirtete ordentlich fremd, bei der Brünetten kam es sogar zum Kuss mit Verführer Dominik. Nachdem Henrik daraufhin abbrach, entschieden sie sich eigentlich dazu, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben, hat das funktioniert? Beim Wiedersehen wurde schnell klar, Henrik und Paulinas zweiter Liebesanlauf ist wohl gescheitert. Es dauerte nicht lange, bis die beiden sich mit Vorwürfen konfrontierten, ich habe immer loyal hinter ihm gestanden. Aber wenn man mir immer wieder in den Rücken fällt und mich einfach hintergeht und belügt, mit einer absoluten Oberdreistigkeit, dann tut es mir leid. Ich kann irgendwann auch nicht mehr, rechtfertigte beispielsweise Paulina ihren Kuss mit Dominik. Henrik hingegen war da anderer Meinung. Du willst deine Taten mit meinem Verhalten rechtfertigen. Was du gemacht hast, ist unterste Schublade, konterte der Muskelmann im Laufe des Gesprächs. Zwar versicherte Paulina, ihr Verhalten zu bereuen, ließ die Gelegenheit aber nicht aus, Henrik eine Ansage zu machen, die sich gewaschen hat. Ich wünsche dir nur das Beste, aber ich hoffe, dass du endlich mal klarkommst und dich gerade machst für das, was du gemacht hast, wetterte die Influencerin. Der war sich aber nach wie vor keiner Schuld bewusst, ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir den Treuetest bestehen, ich habe den Treuetest bestanden, die Beziehung leider nicht. Hat Paulina in Dominik dafür wenigstens einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden? Wir haben uns danach auch nochmal gesehen und uns auch kennengelernt, aber es hat dann im Endeffekt nicht für eine Beziehung gereicht, erklärte die Beauty.